Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig! Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sami Handanovic steht im Tor. Jorginho Wijnaldum steht mit Mateo Kovacic im Mittelfeld. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Das könnte was werden jetzt. Adli. Unnötiger Ballverlust. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Im Tor sehen wir Jerzy Dudek. Ivan Cordoba spielt zusammen mit Kalidou Koulibaly in der Abwehr. Und im Angriff spielt Antonio Di Natale. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Na, jetzt ist der Ball doch weg. Super Pass! Kovacic. Muriel. Freddy Ljungberg. Ganz wichtig, da muss er hin. Ljungberg. Kopfmeiners. Di Natale. Ball bei Saint-Maximin. Und dann doch der Ballverlust. Kovacic. Da suchen sie jetzt die Lücke. Luis Muriel. Achtung! Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Luis Muriel. Isaac. Das muss es was sein. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Was der Abwehrspieler macht, los, was will er da machen? Der geht einfach vorbei, ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kyle Walker-Peters. Isak. Toller Einsatz von Koulibaly. Bissouma. Leon Bailey. Muriel. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da bekommt er Unterstützung. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Leon Bailey. Muriel am Ball. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Ah, das könnte was werden jetzt. Davis. Da lässt er nichts zu.
Kovacic. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Alfonso Davis. Luis Muriel. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Di Natale. Sie lauern. Sie schauen immer wieder. Schöner Spielaufbau. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Muriel. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Leon Bailey. Muriel. Bailey wieder am Ball. Die Chance jetzt. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Saint-Maximin. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Irving Lozano. Ist es das jetzt? Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Kyle Walker-Peters. Muriel. Luis Muriel. Mateo Kovacic. Leon Bailey mit dem Ball. Sie bekommen den Ball nicht weg. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Die Chance für den Konter. Di Natale. Rafael Leao. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Ljungberg. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Alain Saint-Maximin. Gute Chance. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie können kontern. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Maximin. Ball wird abgeschirmt. Kovacic. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Super Tackling. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Isak.
Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Sie nehmen den Wechsel vor. Mateo Kovacic. Den Ball hat er. Saha. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Kurze Variante bei dieser Ecke. Da muss er aufpassen. Frederik Ljungberg. Balleroberung, das war natürlich ein guter Zweikampf. Kyle Walker-Peters. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da ist die Chance. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. Schlussphase läuft, die Gastgeber führen knapp. Ich glaube schon, sie spielen gut, aber entscheidend wird jetzt sein, nicht noch nachzulassen. Sie müssen die Konzentration hochhalten, müssen bei ihrer Linie bleiben. Damit waren sie im bisherigen Spielverlauf sehr erfolgreich. Er verliert da den Ball. Auf außen ist Platz. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Da haben sie die Chance. Und da haben wir es, das Tor. Kurze Distanz, da steht er goldrichtig und das ist dann kein Problem. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Rafael Leao. Di Natale. Irving Lozano. Ball ist weg. Jetzt können sie kontern. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Di Natale. Ball ist weg. Kovacic. Bailey am Ball. Alexander Isak. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Nachspielzeit 1 Minute. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier.